Da tritt einer ein und ich sehe nichts, weil alles dunkel wird und er legt mir die Hand, die kalte, auf die Schulter und das bedeutet, komm mit. Und ich erschrecke und begreife, dass das, was bis jetzt war, alles war. Und ich frage, war es gut? In dem Theaterstück geht es darum, zu sensibilisieren dafür, dass wir unser Leben bis zum Schluss gestalten können. Und dieses schwierige Thema einfach mal aufzugreifen, dass Sterben nicht am Rande unserer Gesellschaft steht und ein Tabu ist, sondern dass es ein Teil unseres Lebens ist. Und ich sehe, was ich alles getan habe. Und ich sehe, was ich alles nicht getan habe. Und das ist mehr. Und ich höre, was ich alles gesagt habe. Und ich höre, was ich alles nicht gesagt habe. Und das ist mehr. Ich denke, das ist vor allen Dingen ein Stück auch für die Menschen, die zurückbleiben, um zu verstehen, welche Prozesse der Angehörige jetzt durchlebt, wenn er geht. Ach, gut, dass Sie da sind, Herr Doktor. Was kommt denn jetzt auf mich zu? Vielleicht hat die schwarze Gestalt mich ja gar nicht gemeint. Jetzt weiß ich's. Er hat mich verwechselt. Besonders wichtig in der Umsetzung finde ich, dass man diese Frau so persönlich erlebt und eine Möglichkeit einfach hat, sich selbst zu reflektieren über diese Person. Man bekommt einen sehr emotionalen, nahen Zugang. Schwester meines Mannes, das ist eine Schlampe, wie die rumläuft. Die lügt, wenn die den Mund aufmacht. Im Stück geht es einmal um die Phasen, die ein Mensch durchläuft, aber auch darum, dass es einen Raum gibt, wo die Menschen wissen, ich bekomme diesen Raum, wo ich beschützt bin, wo ich medizinisch gut versorgt bin und wo ich die Möglichkeit habe, auch loszulassen. Bist du? Ich bin ein Clown. Was willst du? Das ist eine absolute Herausforderung. Mit einem Tabuthema, was wirklich in der Gesellschaft tabuisiert wird, mich auseinanderzusetzen. Bei der Entwicklung haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass wir auch Menschen aus der konkreten Palliativpflege- und Hospizarbeit mit einbeziehen. Es war von Anfang an so ein gemeinsames Projekt, das uns begleitet hat jetzt auch die letzten Monate. Ich bin sehr glücklich, dass es jetzt auch zustande kam. Wir wollen mit dem Theaterstück einen Beitrag dazu leisten, dieses Thema stärker in die Öffentlichkeit zu rücken, weil Palliativpflege neben Demenz und Diabetes die dritte wichtige Schwerpunktkompetenz in den Cura Maternus Seniorenzentren ist. Wir möchten mit dem Theaterstück anregen dazu, dass Menschen, die vielleicht noch nicht in einer entsprechenden Situation sind oder vielleicht Angehörige von Betroffenen sind, überlegen, was können wir jetzt noch eigentlich tun, was ist mir wichtig, was ist demjenigen, der da gerade betroffen ist, vielleicht noch wichtig, um ihnen das zu ermöglichen. Es sind so viele Fragen, die uns da beschäftigen. Habe ich Schmerzen? Habe ich Angst? Kann ich loslassen? Natürlich wird nach jeder Aufführung auch eine Podiumsrunde aus Experten zur Verfügung stehen, wo konkrete Fragen auch eingebracht werden können. Ich habe Menschen sterben sehen und obwohl ich auch immer wieder Angst davor hatte, immer wieder erlebt, dass am Ende doch dieser Punkt der Erlösung ist. Und dass am Ende doch irgendwie eine unglaubliche Kraft da ist und es eigentlich ein Geschenk ist, dabei sein zu dürfen, wenn der Mensch sich verabschiedet.